Ah, sehr schön, danke. Der große Preis von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und das aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr, oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Es herrscht Ruhe. Also ein bisschen buggy. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren, mit Strafe. Startet von Pole. Und daneben steht ein Mercedes. Schön, dann haben wir doch Front Row. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt: Norris, Ricardo. Boah, Carlos, zweite Startreihe, McLaren stark. Fernando Alonso, Tsunoda, Leclerc und Valtteri Bottas. Boah, das auf 10. Eine Gridstrafe erhalten. Perez, Stroll, Esteban Ocon und Russell. Er startet immer mit den frischen Reifen. Pierre Gasly, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Nicolas Latifi. Mazepin und Mick Schumacher. Mazepin vor Mick. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, aber Mick hat Strafe. Mick hat Strafe, ja, der war eine Sekunde schneller. Mick hat eine Strafe. So, sehr schön, dann sind wir jetzt, nachdem ich zweimal dieses tolle Intro gesehen habe, endlich hier. Ja, 13 stoppen, dann bis 33 durchfahren. Auf den harten wird's werden. Immer wieder zwei Runden Sprit mehr mit. Kann nicht schaden unbedingt. So. Okay. Ah. So. Mensch. Da wollen wir mal.